Hallo zusammen, ich bin am Landschaftspark Nord an der Jugendherberge und wir gehen heute mal hier in Duisburg durch den Landschaftspark. Das ist ein altes Industriegelände. Der Landschaftspark Duisburg ist etwa 124 Hektar groß. Hier wurde einst Stahl hergestellt und damit man sich nicht verläuft, gibt es auch einen Übersichtsplan, den man an der Besucherinformation auch käuflich erwerben kann. Wir schauen jetzt auf das Ausbildungshotel oder auch Jugendherberge. Hier kann man auch übernachten. Ich gehe auf die Wiegestation zu. Hier war eine Station, an der eine Waage in der Gleisanlage verbaut war, mit der die Erzwagen gewogen wurden. Schauen wir auf einen Torpedowagen, in dem das flüssige Eisenerz transportiert wird. Dahinter findet sich noch ein Pfannenwagen, in diesem konnte man auch ebenfalls flüssiges Eisen transportieren. Gegenüber der beiden Wagen findet ihr das Besucherzentrum. Hier gibt es einen Shop, in dem ihr auch eine Übersichtskarte bekommt. Hier gibt es Toiletten und hier ist auch ein Restaurant. Die Öffnungszeiten findet ihr im Internet vom Landschaftspark. Natürlich gibt es auf der Fläche auch noch einen Foodtruck, an dem ihr Burger, Currywurst und Co. bekommt. Und natürlich auch noch einen Eistruck. Im Vordergrund jetzt das Gasometer. Das ist der Hochseilklettergarten.
Von hier unten wurden die Hochöfen mit Kohle bestückt. Ja, leider war es an diesem Tag sehr windig und so war der Originalton nicht immer gut zu verwenden. Auch wenn ich ein Dead Cat benutzt habe, das konnte das irgendwie nicht voll auffangen. Aber es gibt auch Kunst zu betrachten, die hängt hier großformatig an der Wand. Das war mein Rundgang durch den Landschaftspark Duisburg-Nord. Wir stehen wieder vorne am Pförtnerhäuschen. Ich kann einen Besuch nur empfehlen. Der Eintritt ist frei, ebenso ist das Parken hier kostenfrei. Die Preise für Gastronomie sind absolut familienfreundlich, finde ich zumindest. Wenn man woanders hingeht, zahlt man wesentlich mehr. Ja, also von daher Daumen hoch für den Landschaftspark. Vielleicht schaut ihr es euch ja auch mal an. Und ich sage danke fürs Zusehen, dass ihr es so lange ausgehalten habt. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Tschüss. Das Gebäude hier vorne rechts wurde 1943 gebaut, da das ursprüngliche Gebäude mit der Steuerungstechnik für die Elektrik zerstört wurde. Es beherbergt bis heute die Elektrotechnik für den Park. So, mit diesem Anblick der stillen Treppe verabschiede ich mich dann für heute. Bis zum nächsten Video. Tschüss!